Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Riding Stables. Heute habe ich die Musik wieder an, ich habe sie ein bisschen lauter gemacht. Das letzte Mal hatte ich einige Kommentare bekommen, dass man die Musik kaum hört, dass ich die ein bisschen lauter machen soll. Und jo, deswegen habe ich es jetzt heute etwas lauter gemacht. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich immer mit dem Fohlentraining anfange, aber es ist eigentlich immer ganz gut. Es ist direkt nah am Haus gelegen und ich finde halt, das sollte man wirklich mitnehmen, weil es ist schnell gemacht und es bringt halt doch einiges an Credits und die brauchen wir nun mal, um hier den Hof auf Vordermann zu bringen, unsere Aufgaben zu erledigen und dann schlussendlich eben auch die 4-Sterne-Wertung zu bekommen. Ich denke, das wird noch hart genug. Es haben mir schon einige geschrieben, dass sie es nie geschafft haben, das Spiel durchzuspielen. Das möchte ich natürlich gerne schaffen. So. Und ich muss mal schauen, das andere Spiel, wo man auch Springreiten und sowas trainieren kann, habe ich jetzt gesehen, das soll in der Special Edition wohl sogar noch mehr Inhalt bringen als die normale Edition. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Jetzt habe ich es allerdings in der Special Edition neu nur für 80 € gefunden, weil es halt schon Sammlerwert hat. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen soll, also für den Preis auf keinen Fall, oder ob ich da mal lieber nach der normalen Version schaue, denn ich bin immer nicht so der Fan davon, tatsächlich gebrauchte Spiele zu kaufen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Wenn es nicht irgendwie sich vermeiden lässt, dann mache ich das eher ungerne. Oh, das war knapp. Aber es hat gereicht. Deswegen bin ich da noch am Überlegen. Oh, 100 Credits, da müssen wir viel machen. Übrigens drehe ich das Fohlen deswegen nicht mehr um, weil mir gesagt wurde, dass es tatsächlich meistens schneller geht, wenn ich es gar nicht umdrehe. Aber ich glaube, hier bei solchen Sachen ist es vielleicht doch besser, wenn ich das Fohlen mal umdrehe. So, bitte noch nach außen. So, komm mal auf die mittlere Bahn rüber. So, einmal nach innen, machst du gut. Mein Stall oder wie das heißt. Das ist auch das, was ich meinte, wo ich mal die Demo gespielt habe. Das sieht halt wirklich optisch nicht so toll aus, weil es wirklich schon ziemlich, ziemlich alt ist. Aber da kann man das halt machen. Aber wie gesagt, ich bin halt so ein bisschen... weil es halt wirklich... Die Special Edition ist schweineteuer, die normale bekommt man noch für wirklich günstiges Geld kostenlos, nicht kostenlos, bekommt man dann für günstiges Geld neu. Ich überlege halt momentan noch. So. Müssen wir noch zweimal den Gehorsam abfragen hier. So. Sehr gut. Und dann könnten wir doch eigentlich mal ins Massagezentrum gucken. Da sind wir jetzt noch gar nicht gewesen. Denn das haben wir ja gestern erst neu gebaut, ne? Therapiezentrum. Massage. Der Kunde möchte, dass du sein total verspanntes Pferd massierst. Wenn du die Sache gut machst, zahlt er 125 Credits. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Massiere deine Pferde, um ihren Stress abzubauen. Oder massiere die Pferde deiner Kunden, um Credits zu verdienen. Gerät rotieren mit der linken Maustaste und links und rechts. Gerät andrücken nur mit der linken. Okay. Rotiere das Massagegerät auf dem Pferd, um seinen Stress abzubauen. Je näher du dabei den verspannten Muskeln kommst, desto größer ist die Erleichterung. An der runden Anzeige siehst du, wie wirksam deine Massage ist und in welcher Richtung die Verspannung liegt. Beobachte das Pferdeabbild, um herauszufinden, wie verspannt jede Muskelzone ist. Wenn du allen Stress beseitigst, werden die Kunden zahlen. Diese Aktivität nimmt eine bestimmte Zeitspanne in Anspruch. Okay.
wie bewege ich das? Ich rotiere es ja damit dann nur. Ah. Okay, da ist die Verspannung weg. Nee, ein Stück nach unten zeigt mir der Pfeil eben an. Okay, aber der Hals ist ja auch noch verspannt, ne? Vielleicht hier im Nacken? Vielleicht falsche Biegungen gehabt? Alter, was ist da gerade bei uns vom Haus los? Jetzt in die Richtung nochmal. Ah, das ist aber cool hier mit dem Verspannen. Das finde ich nice gemacht mit der Massage. Das finde ich echt cool. So eine Art her, so nach oben. Noch weiter nach oben. Du bist fertig mit der Massage. Das Pferd ist nicht mehr so verspannt. Du hast deine Sache gut gemacht. Der Kunde zahlt 125 Credits. Okay, ich denke mal, das kann ich wahrscheinlich auch ein paar Mal machen. Eine Zeit ab. Ich muss innerhalb von 39 Sekunden fertig werden. Alter Schwede. Okay. Oh Gott. Das schaffe ich doch nicht. Kann das denn am Bein unten zum Huf verspannt sein? Was zur Hölle? Okay, was brauchen wir denn jetzt hierfür noch? Alle Feldrennen gewinnen und ein weiteres Hufeisen verdienen. Für das weitere Hufeisen brauchen wir aber, wie gesagt, wahrscheinlich ein zweites Pferd, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir können ja mal schauen, was es aktuell noch so an weiteren Pferden gibt. Online-Shop öffnen. Pferdehändler. Ja, momentan reicht es nicht für ein neues Pferd. Oha. Haben wir dann richtig teure. Mit den Bonuspunkten waren doch auch schon Merell, Monade und Nevada. Nee, können wir uns momentan alles noch nicht leisten. Ausreiten können wir auch noch nicht. Dann können wir momentan eigentlich nicht großartig was machen, außer zu speichern und den nächsten Tag zu beginnen. Wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe. Jo, dann fangen wir direkt mal wieder an, wie sonst auch. Gewinne das Eichenbaumrennen. Genau, das können wir jetzt heute machen. Ich würde sagen, wir beginnen nochmal mit dem Fohlentraining.
Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann schnappen wir uns Starlight von der Koppel, gucken, dass wir das Rennen schaffen. Und dann können wir ja nochmal massieren. Und dann dürften wir auch langsam genug haben, genug Credits für ein weiteres Pferd. Und dann können wir auch das zweite goldene Hufeisen uns verdienen. Und uns damit die 2-Sterne-Wertung erarbeiten. So. So, das kriegen wir hin. Das ist auf der Innenbahn. Da sind wir ja relativ schnell wieder vorne. Und dann sind wir mit dem Fohlen schon mal fertig. Dann könnten wir uns rein theoretisch ein günstiges Pferd kaufen. Ich denke aber mal, dass die teureren Pferde direkt ein höheres Trainingslevel haben, ne? Das ist jetzt so meine Vermutung. Ich meine, ich kann mich natürlich auch täuschen. Und hier haben wir 70 nochmal. Okay. Ach Gott, bist du süß. Aber das mit der Massage auf Zeit, meine Güte. Oh, das war knapp. Aber ganz ehrlich, wer will denn, dass sein Pferd auf Zeit massiert wird und verlangt, dass innerhalb von 30 Sekunden verflixt. Dass innerhalb von 30 Sekunden die Verspannung gelöst ist. Also, sorry, wenn das ein Kunde wirklich will. Bei der Massage muss man sich doch Zeit nehmen. Ja, schade. Für das hier kriege ich schon mal keine 70 Credits mehr. Das habe ich mir ein bisschen verbockt. So, gehe schon mal langsam nach außen. So. Und auf die mittlere Bahn. Ich bin ja mal gespannt, was uns dann jetzt im nächsten Rennen erwartet. Das Rennen haben wir noch gar nicht ausgetestet. So, Starlight, dann komm mal. Es ist dein nächster großer Auftritt. Komm mal mit rein. So. Dann holen wir uns jetzt den Sattel. Ich gehe diesmal so rum, weil ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich dann so extrem eng rumgehe, dass dann das Pferd so komisch hier aus dem Stall rauszackelt und dann mache ich nur diese kleinen Minischritte. Ach, die mache ich so auch. Guck mal, es geht wieder so merkwürdig raus. So, Starlight, wollen wir uns beim nächsten Rennen versuchen, Jonne? Gucken wir doch mal, was wir da hinbekommen. So. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, wie das jetzt für euch ist mit der Musiklautstärke. Wo muss ich denn hin? Ich denke mal nach rechts. Genau, da ist das dritte Rennen. Richtung Wald. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht Richtung Wald gewesen wäre, wenn es schon Eichenwaldrennen heißt. Da hinten ist der Start. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ach guck, ist da links noch ein Rennen oder was? Oder wofür ist die Markierung? Huch, ich hätte vielleicht auch Leertaste drücken sollen. Ups. Ja, die Energie geht aber runter. Ich sollte Starlight auf jeden Fall auch nochmal verpflegen. 8 kleine Naturochser, 4 Trakehnergräben und 2 kleine Bürstensprünge. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, wie das hier läuft.
Mal versuchen, ein bisschen abzukürzen. So verringere ich die Zeit, die das Pferd am Stück springen muss. Ich hatte erst schon die Befürchtung, ich bin womöglich zu schräg. Das Spiel will ja doch immer, dass man ziemlich gerade die Hindernisse anreitet. So, da oben kommt der Trakehnergraben. Hey! Ja! Da war der nächste Trakehnergraben. Jetzt kommen noch die beiden Hindernisse. Wir tanken noch mal ein bisschen Energie auf. Und jetzt das dann noch und dann da hinten durch. Das haben wir doch, das Rennen. Das schaffen wir innerhalb der 1,47. So, 150 Credits haben wir auch noch dazu gewonnen. Sehr, sehr nice.